Dietmar, wir sind heute auf dem 35. Deutschen Evangelischen Kirchentag und sind in Stuttgart und es ist fantastisches Wetter. Wir haben über 30 Grad, wir haben eine fantastische Stimmung hier und wir Linken hatten gerade wunderbare Veranstaltungen als Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen mit dem Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche, Renke Brahms, mit Bodo Ramelow, mit Paul Russmann von Aktion Ohne Rüstung Leben. Es war rammelvoll, die Leute blieben trotz der Hitze, trotz der Sonne und wollten unbedingt hören, was man hier zur Frage des Friedens zu sagen hat. Wir sehen Bilder abends im Fernsehen und dann erzählt irgendjemand, jetzt muss da militärisch eingegriffen werden und wenn keiner mehr eingreift, dann muss doch die USA eingreifen. Und das Ergebnis können wir im Irak, in Syrien, im Libanon, überall besichtigen. Die Despoten sind weg, aber die Büchse der Pandora ist aufgemacht und die ganzen Regionen sind in einen Weltenbrand umgewandelt worden. Das ist der tatsächlich falsche Weg. Und ja, ich knüpfe an bei der Friedensbewegung der DDR. Frieden schaffen ohne Waffen oder der biblische Auftrag Schwerter zu Pflugscharen. Wichtig ist zu wissen, dass die Deutschen Evangelischen Kirchentage keine Einrichtungen der Institutionen der Kirche selbst sind, sondern von Christen sind und zurückgeht auf die Initiative der bekennenden Kirche in Auseinandersetzung mit der Verstrickung der Kirchen und vieler Gläubiger im Faschismus. Und aus dieser Tradition heraus, der bekennenden Kirche, hat sich ein Kirchentag entwickelt, der immer auch eine gesellschaftskritische Dimension hatte, eine kirchenkritische und auch eine religionskritische Dimension. Und diese Dimension hat er bis heute erhalten. Und deshalb sind wir hier, weil wir lernen wollen, wie eigentlich Christen heute mit dieser gesellschaftskritischen Dimension umgehen. Nun auch noch mit der Unterstützung von Papst Franziskus im Rücken, der ja ganz klar sagt, diese Wirtschaft tötet. Und wir sind hier, um an dieser Stelle tatsächlich den Dialog mit Christen, mit linken Institutionen der Kirchen und Religionsgemeinschaften zu führen. Das kann man hier, wenn man mit offenen Augen durchgeht, mit offenen Ohren unterwegs ist, kann man da viele Anregungen sich holen. Man muss nicht gläubig sein. Man muss nur offen sein, dass man sagt, Bündnispartner muss man da abholen, wo sie sind und nicht instrumentell nutzen, nur wenn sie einem irgendwie zu Pass kommen. Aus den Interventionen, aus den militärischen Einsätzen, aus sozusagen auch gut gemeinten Hintergründen einer humanitären Intervention inzwischen auch sozusagen eine Lerngeschichte gekommen ist. Wie gesagt, offensichtlich ist die militärische sind die militärischen Mittel nicht mehr die Ultima Ratio, sondern die Ultima Irratio. Und deswegen ist sozusagen unsere Position als EKD auch immer an dieser Stelle wieder nach den Ursachen zu fragen und danach zu fragen, welche anderen alternativen Logiken können wir eigentlich einnehmen, um auf diese Situation zu reagieren. Unsere Antwort auf die Kulturlosigkeit derjenigen, die da behaupten, sie würden das christliche Abendland verteidigen müssen. Ich kann mich da gar nicht genug drüber aufregen, wenn Menschen behaupten, sie wollen das christliche Abendland verteidigen und haben vom Christentum und von Religion überhaupt keine Ahnung. Also ein Plakat bei Pegida in Dresden hat mich tief irritiert. Bei uns heißt Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt und nicht Wintermarkt. Und so hieß das auch schon vor der Christianisierung. Und was wir feststellen ist, dass auf dem Kirchentag, komischerweise anders als Papst Franziskus, die Systemfrage fast ausgeklammert wird. Und wir sind hier auch mit Unterstützung eben der Linken in den Kirchen, diese Systemfrage, die Systemauseinandersetzung wieder auf die Kirchentage mit draufzubringen. Und hier ganz klar auch linke Angebote zu unterbreiten. Ich finde es auch ausgesprochen bedrohlich und finde es völlig schade, dass im offiziellen Kirchentag darüber keine einzige Veranstaltung dazu gibt oder darüber diskutiert wird, dass wir in Stuttgart zwei Kriegskommandozentralen haben, das AFRICOM und das EUCOM. Diese Kommandozentralen unterstehen direkt dem US-Präsident. Und im AFRICOM im Stuttgarter AFRICOM werden die Drohneneinsätze von Kampfdrohnen, völkerrechtswidrig, ausgesucht, auf die Todesliste wird dort ausgesucht. Aber es gibt weder einen Aufschrei der Kirche noch der Politik gegen diese beiden Kommandozentralen hier. Und das werden wir am Samstag mit einer Friedenskette, einer Menschenkette
zum Ausdruck bringen, wo wir fordern, dass das AFRICOM und das EUCOM geschlossen werden muss. Wen sehe ich unterm Baum? Uli Ducho machte wieder einen Schnelllehrgang mit einem Kreis von Menschen, die um ihn standen, die Linken solidarische Ökonomie erläutern. Im Schnellbus. Uli hat immer 10 Punkte sofort im Griff und kann jedem erläutern, es gibt Alternativen und sie sind machbar. Wie können wir die Frage der kapitalistischen Wirtschaft, und ich spreche normalerweise über kapitalistische Zivilisation mit all den verschiedenen anderen Branches, ja, die dazugehören, bis hin zur eigenen Mentalität. Gut, wie kann man ja, dieses so klar vor Augen stellen als Problem für die Kirchen, ja, dass im Sinne der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 deutlich wird, dass es hier um die gleiche strenge theologische Frage geht wie Hitler und wie Apartheid. Welchen Gewinn bleibt denen, die etwas tun von ihrer Mühe? Und wenn wir uns die Mühe der Menschen angucken, die sie tagtäglich erleben, wenn wir schauen, dass die Welt nicht nur einfach für die gemacht ist, denen es jeden Tag gut geht, sondern die Verlierer dieser Gesellschaft nicht mehr im Rampenlicht stehen, an den Rande gedrängt sind. Und spätestens, wenn wir über die Flüchtlingsströme der Welt nachdenken, merken wir, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Also wir erleben seit 3 Kirchentagen, also im Grunde genommen seit 2009, dass es eine große Aufmerksamkeit gegenüber der Linken gibt. Also das betrifft die Rosa-Luxemburg-Stiftung, das betrifft aber auch die Partei Die Linke selbst, die ja oft neben uns den Stand hat. Und wir sehen können, wie zunehmend Leute einfach auch an den Positionen Die Linke hat, nicht nur zur Frage von Religion und Kirche, sondern zu gesellschaftskritischen Fragen, was wir da im Angebot haben. Die Leute wollen wissen, was wir denken zu dem, was sie selber beschäftigt. Ich finde, da ist jeder Bündnispartner willkommen. Und das Prinzipbündnis heißt, wir vereinbaren uns auf das Thema. Wenn das Thema Rüstung heißt, reden wir über Rüstung. Wenn das Thema heißt Rückeroberung des Öffentlichen, vereinbaren wir uns zu dem Thema. Und wenn das Thema heißt Energiewende und Klimawandel, vereinbaren wir uns auf das Thema. Ansonsten können wir alle unterschiedlich sein. In dem Punkt, auf den wir uns vereinbaren, da müssen wir ein Mehr an Wirksamkeit entwickeln. Und deswegen bin ich gerne auf dem Kirchentag, weil ich immer so die Schnittstellen wieder treffe und finde, wo wir an den gemeinsamen Perspektiven arbeiten.